Hast du das gesehen? Konntest du noch nicht anschlagen, hat nicht festgehalten. Kann auch ein Liner gewesen sein, ne? Dass der in die Schnur geschwommen ist. Na, warten wir mal auf. Na, ist noch da, wa? Da ist er. Seit einigen Wochen bin ich bei der Firma Cresta als Teamangler. Wir haben heute unseren ersten Videodreh und wir sind hier in eine wunderschöne Location. Wir sind in Holland, wunderschön mitten im Schilf hier. Und wir wollen später mal einige Brassen präsentieren. Ja, ob das klappen wird, werden wir sehen. Aber die Voraussetzungen sind relativ gut, denn wir haben heute ein leicht bewölktes Wetter. Temperatur ist nicht so warm. Wir werden dann gleich mit dem Futtermischen vorbereiten. Wir werden danach die Würmer vorbereiten, die Köder vorbereiten und euch einfach mal erklären, in welchen Schritten wir da miteinander vorgehen. Ich übergebe mal an den Marc. Hallo zusammen, ich bin der Marc, 22 und von klein an begeisterter Friedfischangler, hauptsächlich in der Fiederzähne aktiv. Zum Angeln bin ich gekommen, hauptsächlich durch meinen Papa, den ich immer am Wasser mit begleitet habe. Wie in den letzten Wochen bereits angekündigt, arbeiten wir nun in Zusammenarbeit mit der Firma Cresta Spoh und freuen uns darauf, die Marke Cresta präsentieren zu dürfen und vor allem auch unsere Kenntnisse und Erfahrungen, die wir im Laufe der Jahre über das Fiederfischen gesammelt haben, euch am Wasser zu zeigen. Wir sind heute hier an einem Kanal. Sehr wenig Strömung, Wassertiefe circa um die 4 Meter. Und darauf bezieht sich natürlich auch die Auswahl des Lockfutters. In der Strömung werden eher klebrige Futtermittel verwendet. Hier am Kanal soll das Futter schneller aus dem Korb herausgehen, soll beim Absinken eine Wolke bilden. Und aus dem Grunde habe ich so eine kleine Vorauswahl getroffen. Klein wenig Werbung in eigener Sache. Ich habe einfach aus unserem Programm eine Tüte Brassen genommen. Eine Tüte Basismix, schönes Grundfutter, was eigentlich zu allen Futtersorten passt. Und ein klein wenig Karamellpulver. Ja, wir wollen die Sache gar nicht zu kompliziert machen. Diese drei Komponenten, natürlich noch ein bisschen Wasser dazu. Und schon haben wir ein fängiges Futter, was mit Sicherheit seine Wirkung nicht verfehlt. So, der Marc kann die andere Tüte auch schon mal öffnen. Also, eine Tüte Brassen, 1 Kilo. Basismix, bisschen dunkler. So, und dann haben wir hier noch Karamellpulver. Das Besondere ist an dem Karamellpulver, da ist ein Bestandteil drin, und zwar Mineralsalz. Und gerade jetzt, nach der Laichzeit, also wir haben ja jetzt aktuell Ende Mai, die Fische haben gerade abgeleicht, die Brassen, die sind absolut entkräftet. Und Salz ist immer gut für jedes Tier, für jeden Fisch. Hier ist Mineralsalz mit drin und deswegen sind wir gar nicht so sparsam und packen mal so locker 30% der Tüte hier rein. So, jetzt wird das alles miteinander gut vermengt. Oh, das duftet schon. Wie verrückt. So, beim Anfeuchten muss man immer ein klein wenig vorsichtig sein mit dem Wasser, weil je nach Klebkraft können sich sonst viele Klumpen bilden. Also hier auf mehreren Intervallen feuchten, am besten 2 bis 3 Mal, und dann diese Klumpen, die entstehen, mit der flachen Hand zerreiben. Ja, man sieht das hier, das ist zu viel Feuchtigkeit, die anderen Bereiche sind noch recht trocken. Da gehen wir also her und zerreiben die mit der flachen Hand schon mal grob. Ist natürlich noch sehr trocken, muss noch ein bisschen Wasser rein. Hier wieder Klumpen, also die flache Hand schon mal zerreiben, und dann erleichtert uns das auf jeden Fall die Arbeit beim Sieben gleich. Dann haben wir schon mal eine gleichmäßige Konsistenz und der Marc wird dann gleich das Futter durch ein Sieb mit der Maschenweite 3,5 mm durchpressen, und dann haben wir eine wunderschöne Mechanik, alles ist gleichmäßig feucht. Das Futter hat jetzt eine recht gelb-bräunliche Farbe,
Meinst du, es ist gut so hier, Papa? Das sollte in Ordnung sein, denn das Wasser hat dementsprechend ein klein wenig Trübung. Wenn es ganz klar wäre, dann würde ich da noch ein klein wenig Farbstoff mit einarbeiten. Aber in dem Falle, durch die Trübung, dann sieht der Fisch das Futter auch. Also das ist eine Naturfarbe, das sollte passen. Ich finde auch, damit kann man nichts verkehrt machen. So, mit der flachen Hand die Klumpen rausziehen. Bei Papa geht das natürlich schneller, weil er größere Hände hat. Er hat auch mehr gearbeitet bisher. Kann man jetzt schön sehen. Alles einheitlich. Wunderschön, ne? Perfekt, so muss es sein. Und später, wenn das in den Korb gedrückt wird, dann geht es auch wunderbar auseinander. Ja, das Futter wird noch ein klein wenig Feuchtigkeit saugen und dann ist es perfekt. Kommen wir zum nächsten Part. Wir wollen jetzt unsere Würmer vorbereiten. Ein ganz wichtiger Bestandteil beim Fiederfischen sind natürlich die Köder. Ja, mit der Auswahl der Köder, da sind wir sehr kritisch. Wir haben jetzt hier heute mal den Rubena-Würmer mit ans Wasser genommen. Und die kann man nicht einfach so füttern, weil die ja mit Erde vermengt sind. Ja, aus dem Grunde, um die Würmer auf einen Punkt zu konzentrieren, sieben wir die Erde aus. Und das mache ich immer in der Regel deutlich, bevor ich mit dem Fischen beginne. Denn es braucht einige Zeit, bis die Würmer dann alle zusammenkrauchen auf einen Klumpen. Der Wurm hat die Eigenart, der will immer vom Licht weg. Also geht er immer in die Tiefe und dann drückt er die Erde nach oben. Und man kann die Erde dann stückchenweise später wegnehmen. Und wir fangen einfach mal an mit dem Sieben und dann demonstriere ich euch das gleich nochmal. Wir haben zwei Dosen, eine für mich und eine für den Marc. So, da ist jetzt noch viel Erde dazwischen. Ja, die gröberen Partikel, die fallen natürlich durch die 5 mm Maschenweite nicht durch. Ist aber nicht dramatisch, denn die Würmer werden gleich alle nach unten krauchen und die drücken die Erde nach oben und dann kann man regelmäßig die Erde hier wegnehmen. So, und dann kann man die später dann während des Fischens ins Futter schneiden, je nach Bedarf. Nicht zu viel, dann lockt man vielleicht nur Barsche an. Man muss erstmal schauen, wie viele Brassen kommen denn tatsächlich auf den Futterplatz. Von daher muss man halt die Dosierung der Köder dementsprechend anpassen. Der Marc wird jetzt parallel die Caster nochmal vorbereiten. Die haben wir jetzt noch in der Kühltasche drin. Und die müssen aber auch dementsprechend gewaschen werden. Die Schwimmer müssen sortiert werden, aber das erklärt er euch jetzt. So, beginnen wir mit der Zubereitung der Caster. Wir machen das in der Regel so, dass wir nehmen uns hier einen Eimer, füllen da Wasser auf. So. Und schütten die Caster in den Eimer rein. Das machen wir, um die Caster frei von Sägespänen zu entfernen. Damit, wenn die Caster später auf dem Grund liegen, keine Sägespäne in die Höhe treiben und den Fisch unnötig verwirren. Und natürlich auch, um, wie man hier sieht, schwimmende Caster zu selektieren. Man kann hier sehen, hier sind die Caster, die oben an der Oberfläche schwimmen. Die können wir später noch benötigen, um sie am Haken zu hängen. Deswegen schmeißen wir die nicht weg, sondern selektieren sie aus. Gut, das sollte reichen. Also die legen wir uns erstmal beiseite. Dann teilen wir einmal die Caster gleichmäßig auf, genauso wie die Würmer. Um zu kontrollieren, wie viel der Papa später gefüttert hat. So, und natürlich, damit sie nicht dunkel werden, machen wir einmal Wasser drüber. So, und die auftreibenden Caster sind gerade deshalb so wichtig, weil sie zum einen härter sind, sie fliegen nicht so schnell beim Werfen vom Haken ab und natürlich, sie verleihen dem Haken einen gewissen Auftrieb, der auch manchmal ganz gut sein kann. Hier kann man jetzt wunderbar erkennen, wie die Würmer vom Licht geflohen sind
und haben somit die Erde nach oben gedrückt. Ja, und dann gehen wir jetzt her, kratzen die Erde vorsichtig oben runter. Und dieser Vorgang, der wird dann einfach mehrfach wiederholt, 2 bis 3 Mal. Und dann werden wir sehen, dass die Würmer dann alle auf einem Klumpen hängen. Und so brauchen wir die dann auch, um die zu füttern, um die dann zu zerschneiden. Man sieht jetzt schon, wenn ich hier unten reingehe, ja, dann habe ich schon fast pure Würmer hier unten. Also der wird jetzt wieder, der Wurm, vom Licht sich wegbewegen und die Erde nach oben drücken. Wobei ein ganz klein wenig Erde würde ich während des Fischens immer auf den Würmern drauf lassen. Denn die Würmer sind auch sehr sonnenempfindlich. Und eine ganz dünne Erdschicht schützt die Würmer vor der Sonne, sonst habt ihr nicht so lange Freude daran. Ich habe hier eine Sprühflasche. Und wenn ihr jetzt denkt, da hätte ich ein geheimes Aroma drin. Nein, das ist nicht so. Sondern, ganz wichtig, wir angeln heute mit geflochtenen Schnüren und haben eine Vorschlagleine davor. Wenn die Schnur trocken auf der Rolle sich befindet, dann passiert es sehr oft, dass beim ersten Wurf sich die Schnur um einen Ring legt oder halt noch schlimmer um die Spitze schlingt und dann haben wir direkt einen Rutenbruch, einen Spitzenbruch. Braucht kein Mensch. 2 Sekunden Zeit, einmal die Spule feucht machen und dann passiert nichts. Dann wird die Schnur dementsprechend gefeuchtet, die läuft viel sauberer von der Rolle ab, läuft durch die Ringe durch, habt ihr niemals Ärger. Top-Tipp von mir, solltet ihr machen. Ganz wichtig ist, dass wir uns für die gute Entfernung entscheiden. Ja, wo die natürlich ist, das ist eine Erfahrungssache. Aber ich habe mich mal ein klein wenig vertraut gemacht. Ich habe mal auf eine Unterwasserkarte gesehen. Und bei ca. 45 bis 47 Metern, da geht es hier von 5 Metern auf 4 und danach auf 3. Ja, da wir gerade uns am Rande der Laichzeit bewegen, kann ich mir vorstellen, dass die Fische jetzt noch sich in der Nähe des anderen Ufers aufhalten. Und dann habe ich mir halt diesen Bereich vorgenommen zu befischen. Ich werfe da jetzt mal rüber und schaue mal, ob der Boden das auch zulässt. Denn wenn wir da jetzt gerade in dem Bereich vielleicht eine dicke Wurzel haben und platzieren unser Futter dort, dann ist es natürlich unmöglich, dort zu fischen und wir versauen uns den gesamten Angeltag. Also jetzt einfach mal ein paar Probewürfe, dementsprechend den Korb kurz liegen lassen, über den Boden ziehen, wenn es sauber ist, dann können wir da fischen und dann werden wir anschließend über unsere Ablänger oder Distanzfinder den Abstand festhalten. Falls wir dann doch mal einen Abriss haben durch ein Boot oder durch einen Hänger, dann können wir jederzeit die gefütterte Stelle wiederfinden. So, dann mal rüber damit. Eins, zwei, 3, 4, 5 und unten. Ja, man erkennt das wunderbar daran. In der Absinkphase, da hat die Spitze eine leichte Krümmung. Währenddem er sinkt, sobald der Korb auf dem Boden aufkommt, dann entlastet die Spitze. Dann ist er unten, das waren jetzt 5 Sekunden. Ich sage mal irgendwo so um die 3,5 bis 4 Meter, schätze ich mal. Man wartet kurz ab und zieht jetzt vorsichtig, wenn man mal auf die Spitze achtet, den Korb über dem Boden. So, noch nichts passiert, der liegt noch fest. Und jetzt sollte er aber kommen, jawohl. Da ist der Boden sauber. Ja, ganz wichtig. So, das wiederholen wir jetzt aber ruhig 2 oder 3 Mal, damit wir uns ganz sicher sind, dass der zu befütternde Platz auch wirklich der richtige ist. Das sind hier die Ablänger von Cresta. Die haben hier oben so eine leichte Biegung, damit wir die Schnur hier dementsprechend sauber aufwickeln können und damit die uns nicht abspringt. Die Besonderheit sind hier 2 Edelstahlspitzen. Die sind sehr wichtig, denn teilweise haben wir es mit einem sehr harten Boden zu tun. So, wir gehen jetzt mit einem Halter hier in den Boden rein und sehen zu, dass die Biegung nach außen zeigt. Natürlich winklig. Der geht rein wie Butter, das ist super leicht. So, nehmen den anderen, spannen. Perfekt.
Wir hängen den Futterkorb einfach hier drüber, lassen den bis nach unten durchfallen. Und nun gehen wir gespannt immer hier rum. 1, 2, 15, das wären jetzt 45 Meter. Mal schauen. So, und in etwa 2 Meter, also in etwa 47 Meter haben wir jetzt eingestellt. Da ist der Clip. Für die nicht vollen Längen haben wir hier so kleine verschiebbare Markierungspunkte. Ja, und den packen wir jetzt genau dahin, wo die Spitze ist. Das heißt, im Falle eines Hängers, eines Körbchenverlustes, kann ich genau diese Länge wieder einstellen und finde meinen alten Futterplatz wieder. Super wichtig, müsst ihr euch einfach einprägen. Ich habe mir mal ein paar Dendrobena für die Startfütterung rausgenommen, Erde nochmal weggesiebt und die packe ich dann in einen Polkap rein. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Fisch hier kommt, deswegen bin ich erstmal ein bisschen sparsamer. Zu viel füttern ist nicht gut, da kann man sich auch den Platz mal zerstören, wenn wenig Fische kommen. Ja, hier habe ich einfach einen Polkap, das ist sehr geschmeidig zum Schneiden. Und die Schere sollte keine Werbung sein, aber muss ich wirklich sagen, nach so vielen Jahren, Cresta-Schere ist einfach top. Habe noch nie eine bessere gehabt, also die ist super, die schneidet toppi. So, im Polkap ein klein wenig zerschneiden die Würmer. Ich hoffe, das sieht man gut. Das reicht schon, nicht zu fein, sonst kommen nur Barsche. So, und dann habe ich jetzt hier so ein schönes Döschen mit einem Sieb unten. Ja, das kann man aber nicht alleine verwenden, sondern sollte immer unten drunter eine geschlossene Dose stellen. Denn wenn man jetzt hier die geschnittenen Würmer hineingibt und wenn es dann mal ein paar mehr sind, dann läuft mit der Zeit auf jeden Fall von dem Schneiden dieses Wurmwasser aus. Ja, und das wird dann hier unten in dem Behälter aufgefangen. Wir brauchen dieses Wurmwasser nicht im Futter. Das würde das Futter unnötig feucht machen. Dann ist die Konsistenz nicht mehr die, die wir uns eigentlich wünschen. Von daher immer Würmer schneiden auf dieses schöne Siebchen. Das ist super praktisch, hat die gleichen Formate. Und hier können wir uns dann immer ein paar Würmchen rausnehmen und den Futterkorb damit bestücken. Viele Angler denken, die müssten hier einen Geschwindigkeitsrekord hinterlegen. Bei denen kommt Futter am Boden an und sofort wird die Angel nach oben gerissen. Das ist aus meiner Sicht grundsätzlich verkehrt. Also ich lasse sehr gerne das Futter ruhig gerne mal 1,5 bis 2 Minuten ruhen, damit es aus eigener Kraft aus dem Korb geht. Wenn ich dann den Korb langsam vom Platz bewege, dann bin ich ganz sicher, dass das Futter sich komplett entleert hat und der Spot, wo ich meine Bresen dann hinterher auch hinbekommen möchte, der sollte so klein wie möglich sein. Umso mehr Fressneid erzeugen wir. Ja, also grundsätzlich verkehrt, das Futter zu verteilen und eine lange Spur zu machen. Hat jetzt so eine gute Stunde gedauert, kontinuierlich gefüttert, aber dann kam doch ein guter Biss, der hat sich einmal angemeldet und dann sauber durchgenommen. Ich habe 2 Würmchen auf dem Haken, 14er Haken von Gamagatsu, der rote, der 22-10er, der hält eigentlich relativ sicher im Fisch, den nehmen wir auch gerne in der Maß. Ich habe wohl das Vorfach ein klein wenig gekürzt auf 60 cm. Damit der Köder näher beim Futter liegt. Und jawohl, schöne Brasse. Ja, der ist drin. Ja, war der erste Streich. Mal schauen, ob wir noch ein paar bekommen. So ein Brassenbiss auf Wurm. Leute, ich sage euch, das ist das Geilste, was es gibt. Für mich. Ich finde das so toll, wenn der sich anmeldet, der Fisch. Man weiß, oh, jetzt muss ich drauf achten. Und dann kommt ein schöner Biss und er nimmt den rum. Der Anschlag, diese dumpfen Schläge, also für mich gibt es nichts Besseres. Einwandfrei.
So, jetzt machen wir mal ein neues Würmchen drauf. Mal schauen, ob wir noch einen Fisch fangen können. So, hier oben durch den Kopf. Ich ziehe gerne den Wurm über die Wicklung drüber. So, dann gibt es zwei Optionen. Die eine Option ist einfach hier abknipsen. Dann kommt hier unten ein klein wenig Wurmsaft heraus. Das ist dann eher, wenn es schwieriger wird. Ja, und dann kann man hier den Bereich, den man abgeknipst hat, auch hier wieder aufpieksen. So, und dann als Stopper, damit der Wurm sich nicht vom Haken strampelt, entweder einen kleinen Caster oder eine Made davor setzen. Also hier habe ich dann eine Made, die setze ich als Stopper davor, damit der Wurm sich nicht abstrampeln kann. Schön agil, alles bewegt sich. Das gibt einen Fisch. Schnell rüber, Spitze nach unten, da kommt ein Boot. Ist da was? Ja, sicher. Oh. Der zweite Biss. Der Marc hat seinen verkloppt. Meiner hängt noch. Bin gespannt. Wir haben jetzt gleichzeitig auf beiden Stellen einen Anbiss gehabt. Ja, wir liegen von der Entfernung her in etwa gleich, weil das wohl die gute Wassertiefe ist, die im Moment vom Fisch aufgesucht wird. Aber wir haben die Plätze so in etwa 8 bis 10 Meter gespreizt auseinandergelegt, ja, weil wir nicht sicher waren, ob es gut beißen wird. Naja, wenn es so weitergeht, also nach der kurzen Zeit schon Fisch am Platz, saubere Bisse, die haben den Köder sauber eingesaugt, ja, dann haben wir auf jeden Fall recht in dem, was wir gemacht haben. Das passt alles bisher. Futter passt auch, da bin ich natürlich auch immer ganz stolz drauf, wenn alles klappt, die Fische am Platz sich befinden. So, was haben wir da? Schöne Platte wieder. So, Nummer 2. Alles schöne Kameraden. So, ein neues Würmchen, neues Glück. So, wir haben jetzt ein paar Fische am Futterplatz. Ich möchte natürlich auch nicht, dass die wieder weiter schwimmen. Und dann schauen wir mal, dass wir denen ein klein bisschen Leckerchen geben, damit die auch dort bleiben und Beschäftigung haben. Immer, wie gesagt, die Erde, die muss weg. Das habe ich nicht gern im Futter. In den Polkarp rein. Nicht zu viel. So, und dann hier in unser Siebchen rein. Schöne Spinne. Das sollte den nächsten geben. Der Drill der dicken Brassen ist mit den neuen Ruten, die ich hier habe, wirklich perfekt. Ja, ich brauchte eine kurze Eingewöhnungsphase. Am Anfang war es ein bisschen ungewohnt, habe ja auch lange Zeit mit anderen Ruten gefischt. Aber ich muss sagen, gerade die ganzen leichten Stöcke, die sind also wirklich ausgetüftelt und das ist einwandfrei von der Aktion her. Man verliert sehr wenig Fische damit. Die haben sehr schöne Korkgriffe, das liegt gut in der Hand. Die Beringung ist top. Und was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, ich habe jetzt in etwa 15 bis 20 Mal mit den neuen Ruten gefischt. Ich habe noch nicht einmal eine Spitze platt gemacht. Ja, das ist eigentlich auch sehr oft der Fall, wenn irgendwo was nicht richtig ausbalanciert ist. In dem Falle, das ist alles perfekt bis jetzt, da bin ich super zufrieden mit. Und es ist ein sehr schönes Drillgefühl, weil die Ruten sehr parabolisch sind. Ist ein sehr sensibles Fischen, also es macht richtig Spaß. Ich wollte jetzt einmal den Haken wechseln. Ich hatte vorher einen 16er drauf, jetzt wollte ich mal einen 14er nehmen, weil wir haben schon 3 dicke Würmer drauf und ich bin schon der Meinung, dass der Haken doch zu klein ist für die 3 dicken Würmer, weil zudem auch die Spitze dann verdeckt wird und vorhin hatte ich ja einen Fehlbiss gehabt und ich denke auch, dass es darauf zurückzuführen ist. Ich mache jetzt mal hier ein dickes Wurmbündel drauf. Problematik ist manchmal immer, dass die Würmer sich dann hier um die Schnur wickeln und das kann auch hin und wieder mal zum Fehlbiss führen, auf jeden Fall. Ich tue immer gerne die Spitze vom Wurm abschneiden, dass sich halt der Saft aus den Würmern rauskommt und der Fisch dann auch dadurch angeregt wird. So, und mal gucken, ob die Strategie aufgeht.
Aber ich habe mir jetzt eine Geheimwaffe vorbereitet. Die kannst du gar nicht sehen, weil die hinter meinem Deckel versteckt ist. Okay. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ja. Ich habe ja heute meinen guten Tag. Ich zeige euch das mal. Ja, wieder erwarten, obwohl die Maden schon sehr alt waren, habe ich aber Floater hinbekommen. Ja, ich hatte die in einen halben Zentimeter hoch Wasser gesetzt, dass die kräftig nach Luft schnappen. Ungefähr eine Stunde jetzt krabbeln lassen. Und jetzt fülle ich die Sache dann einfach mit Wasser auf und dann sehe ich eindeutig, was nach oben kommt. So, und so eine Made vor den Wurm gesetzt. Oh, und da ist ein Biss beim Erklären, der Erklärbär. Ja, ist wieder ein Brassen. Boah, unglaublich, so lange liegen gelassen. Einmal vom Platz gezogen, liegen gelassen, angepackt, liegen gelassen, angepackt. Jetzt hat er ihn genommen. Marc, ja. Drin. Jetzt kannst du dich bedienen an den Maden. Jetzt, ja, jetzt die, die Geheimmade drauf. Oh, wie denn? Oh mein Gott. Er hat beide Hände voll zu tun. Ja. So, mal sehen. Bedient, auf jeden Fall, ja. Papa jetzt gerade beim Drillen ist, kann er nichts gegen machen, aber so langsam würde ich auch mal gerne Fisch fangen. Man kann wunderbar die Aktion der Rute sehen, also perfekt dafür. Identity pro Toleranz Feeder 3,60 Meter. Aber ich sag mal, wenn der nicht gehakt ist, dann ist das ein guter Fisch. Jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir denn da drauf? Kampfstarker Brassen, du. Huiuiui. Ganz dunkel. Schön. Ganz dunkler Fisch. Uiuiui. Na, komm mal her. Ja, komm mal her, mein Junge. Hoho, das ist eine fette Elle. Wunderbar. Was ein alter Brassen. Ja, das ist doch mal eine Rakete, ne? Man sieht hier noch, der hat noch Laichausschlag überall. Die sind noch nicht ganz durch, die Fische. Boah. Schöner Fisch, läuft, vor allen Dingen 3-0 bis jetzt. Hast du gehört, Marc? Tja, ich hoffe, dass ich den Spieß noch umdrehen kann. Marc füttert oft zu viel Köder und da hat er jetzt die Strafe. Er hat viel Bewegung, Aktivität, der Fisch stößt vor den Futterkorb. Der Fisch wälzt sich mit dem Schwanz, aber findet den Hakenköder nicht. Ja, manchmal ist ein dosiertes Füttern mit den Ködern viel, viel effektiver. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, und verloren. Hopp, 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 hopp. Heute den ersten Fehlwiss. Das ist das ist, wenn man zu viel Wurm füttert, weißt du? Ein bisschen ist gut, aber zu viel ist nicht gut. Aber aus Fehlern lernt man, ja. Ich werde es definitiv weniger Wurm füttern. Und mal sehen, ob ich dann doch noch den einen oder anderen fangen kann. Da ist er. Ja, der Marc lässt mir heute hier die freie Hand. Ja, wo ist der Marc überhaupt? Der ist bestimmt wieder an der Esstasche. Immer wieder essen, essen, essen. Aber die dicken Arme, die müssen gefüttert werden. Dafür fängt der Papa die Fische. Junior, da muss sie anstrengen. Sieht schlecht aus für dich. Schön sauber vorne in der Lippe gehakt. So, mal gucken, ob ich den so abkriege. Schöne Tiere. Der Papa hat nun den vierten Bresen gefangen. Den fünften, mein Sohn. Wirklich? Den fünften, na als klar. Ob, ey, gibt's doch nicht. Du kriegst ja gar nicht mit, du bist nur beim Picknick da hinten. Ja, also ich habe definitiv zu viel Wurm gefüttert. Und das ist dementsprechend bestraft worden. Aber ich hoffe, dass ich noch irgendwie den einen oder anderen herausmogeln kann. Dass ich ja auch noch heute ein bisschen Spaß habe. Oh, ich habe nur Barschalarm, ey. Das ist echt. Ah, das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Zu viel Strafe Wurm. Muss sein, ja, Junior. Ja, ja, aber ich bin trotzdem sehr zuversichtlich, dass noch in den Abendstunden, dass ich dann doch noch den einen oder anderen fangen werde. Sonst gehe ich hier nicht weg.
Ich sag, als Kameramann ist gerade mir was aufgefallen. Jetzt wissen wir, warum der Herr Zamataro ganze Zeit fängt und warum der Junior weniger fängt. Ist da etwa die Folie drauf? Ja, das stimmt. Ja. Ich wollte ihn nicht dreckig machen. Ja. Wissen wir Bescheid, oder? Ja, also demnächst mache ich. Oh mein Gott. Kann ich auch mal einen rausdrehen? Nein, auf keinen Fall. Fang dir einen eigenen. Marc, was habe ich gerade gesagt? Ja, Entschuldigung. Ich mach die Folie ab, natürlich, Folie daran liegt. Ah, scheiße, ja. Da angelt der mit der Folie noch. Fang dir deinen eigenen Fisch. Fisch. Ja, oh, Leute, so sieht's aus. Einer macht die Folie runter und der Papa drin wieder die Nummer 6. Wir haben so oft schmutzige Hände mit dem Futter, Maden, Kaster und dann... Man will die neuen Ruten nicht so versauen, aber im Grunde genommen griffiger ist die Angel auf jeden Fall, wenn sie dann ohne Folie ist. Das sind alles schöne Tiere hier. Oh, schaut euch die Rute an, da ist so eine geile Parabolik drin, das ist einfach perfekt. Fantastisch. Also das Futter heute passt 100%ig zu dem Gewässer. Wir können wunderschön die Brassen selektieren. Also ich persönlich habe hier gar keinen Ärger mit Kleinfischen bisher. Alles richtig gemacht. Die Futtermischung, die Dosierung der Köder, Montage, Freilauf macht natürlich, hoppla, bleib mal ruhig Schätzchen, macht natürlich auch was aus. Denn bei mir hat der Fisch weniger Widerstand. Der Marc angelt mit einer festen Montage. Hat viele Male Anpacker gehabt, ja, und die haben ihn wieder losgelassen, weil sie dann möglicherweise den Korb gespürt haben. Also bei mir mit dem Freilauf, das läuft 100%ig, die Bisse beißen alle gut durch. Alles schöne Fische, ne? Also das macht schon richtig Spaß. Perfekt. Hier habe ich die Folie entfernt und jetzt bin ich auch sehr zuversichtlich, dass ich demnächst auch den ersten, beziehungsweise den ersten Fisch haben werde. Ja, ich bin gespannt. Jetzt darf sie dreckig werden. Genau. Guck mal, wie die glänzt. Ja. Warte mal. Hallo. So, ein bisschen ja. Eins. Ja, so. Das ist kein Barsch. Hey, eine Rotfeder. Rotfeder, ja. Das ist doch schön. Guck mal. Dir? Kescher du den mal, der ist zu groß, ja. Der ist zu groß. Kein Riese, aber ein wunderschöner Fisch, ne? Guck mal. Hier schon mal auf jeden Fall eine kleine Entschädigung. Oh, eine wunderschöne Rotfeder. Hm. Man sieht ja eindeutig dieses oberständige Maul. Ne? Unterkiefer steht vor. Ne? Deswegen Rotfeder nehmen oft die Nahrung von der Oberfläche oder aus dem Mittelwasser. Ne? Kann man genau sehen. Oh, na, irgendwas war da wieder. Na, komm schon. Jawohl. Jawohl, heute gibt's eine Klatsche. Na komm schon. So, und guck mal, sogar mit Selbstlösemontage. Haken hängt im Kescher. Also der Erfolg, der gibt mir heute recht. Die Montage, die ich hier zusammengestellt habe, die ist optimal auf das Gewässer zugeschnitten. Der Marc hatte einige Bisse, das waren eigentlich nur Anfasser. Die haben kurz genommen, der Marc hat einen festen Seitenarm. Die haben Widerstand gespürt und wieder losgelassen. Fast alle Bisse bei mir nehmen den an und laufen vernünftig durch und man sieht das ganz deutlich in der Spitze. Ich habe halt hier diese Freilaufmontage. Und wenn man dann die Leine nicht zu stramm spannt, ein klein wenig lockert, dann kann der Fisch ohne Widerstand den Köder aufnehmen und dann läuft er durch und dann zeigt das natürlich an der Spitze perfekt an. Das ist auf jeden Fall heute die richtige Wahl gewesen. Und ich bin mal gespannt, wie lange sich der Markt das noch ansieht oder vielleicht, dass er auch noch mal umbaut, ja, wenn er weiterhin kleine Anfasser bekommt, ja, und der Fisch nimmt nicht richtig durch, dann muss er sich was einfallen lassen, sonst geht er heute als Schneider nach Hause. Konntest du noch nicht anschlagen, hat nicht festgehalten. Kann auch ein Liner gewesen sein, ne, dass er in die Schnur geschwommen ist. Na, warten wir mal auf. Na, ist noch da, wa?
Da ist er. Da kommt er. Kapitän. Ja, schön brav, guck mal. Ganz dunkler Fisch, ne? Toll. Jawohl, es passt ganz genau ins Zentrum. Hier die Rute hat eine Länge von 3,60 Meter. Identity Pro Toleranz Feeder. Aktion, wie ich bereits sagte, ist eine durchgehende parabolische Aktion, also eher für den Fang von größeren Fischen geeignet. Große Brassen, Karpfen natürlich auch. Alles so ein bisschen stabiler ausgelegt, wenn es dann auch schnell gehen muss, wenn beim Wettbewerb dann mal vielleicht 40 oder 50 Kilo gefangen werden. Dann hat man mit der Route wirklich viel Gewalt über den Fisch und kann den Fisch auch sicher und sauber landen. Ansonsten von der Rolle her habe ich die Advantor drauf. Das ist hier eine 6,5er, also 6500er. Ist jetzt auch erst seit 5 Wochen bei mir im Einsatz. Aber ich muss sagen, die macht ihre Arbeit wirklich vorzüglich. Da bin ich also auch top zufrieden mit. Bespult haben wir die mit dieser neuen Schnur. Die nennt sich ReSilence. Das ist eine 010er. Die hat eine extrem glatte Oberfläche, das ist mir aufgefallen. Ich habe ja schon wirklich hunderte von geflochtenen Leinen gefischt. Ich hatte dreifache Dyneema-Leinen, ich habe achtfach geflochten, alles Mögliche schon. Viele Schnüre waren rau und die haben im Grunde genommen beim Einholen dieses Sägegeräusch erzeugt. Also die Schnur ist absolut ruhig und wenn man hier drüber fühlt, die ist super glatt. Die fühlt sich fast an wie eine monofile Leine. Das Schöne ist aber, ich habe die jetzt schon einige Male geangelt, die Oberfläche hat so gut wie gar keinen Abrieb. Also muss sagen, das ist richtig top. Sauberer Wurf, keine Abwurfgeräusche, kein Verschleiß bisher, top. Und noch nicht einmal Probleme gehabt, das hat man ja auch oft, dass schon mal beim Werfen sich die Schnur um einen Ring wickelt. Ja, 0,0 Ärger bis jetzt, also ich muss sagen, bin ich super zufrieden mit. So, Gott sei Dank, der erste Fisch. Ich habe jetzt ein wenig verlängert, weil ich der Meinung war, dass ich meinen Platz überfüttert habe. Und das war auch so der Fall. Es hat ein paar Minuten gedauert und sofort hat sich der erste Fisch gezeigt. So, Chaka, da ist er drin. Also, Strategie ist mehr oder weniger aufgegangen. Und ich hoffe, dass ich jetzt schnell noch ein paar fangen kann, damit ich mit dem Papa ein bisschen noch mithalten kann. So, hier ist er. Schöner Brassen, ungefähr 1200 Gramm hat er. Ja, auf ein neues. Ich habe gerade ein Bütterchen im Mund. Schöne Tiere, freue ich mich. So, ein bisschen schneller aufholen. Meinst du wohl nachlegen, ja. Nachlegen, ja. Das schmeckt überhaupt nicht, der Quark, ne? Ja, aber das muss nicht schmecken, das muss wirken. Oh mein Gott. Michael, gucken die nur noch, was rechts steht, wie viel Eiweiß und Kohlenhydrate. Ich stehe auf Frikadellen. Das würde ich nicht essen, dem Papp. Gottes Willen. Ne? Unser erster Drehtag mit Cresta liegt nun hinter uns. Wir haben heute hier in Holland einen wunderschönen Tag erlebt. Es hat einfach alles gepasst, vom Futter angefangen, übers Tackle. Wir sind super zufrieden und haben wirklich versucht, euch alle Dinge so gut wie möglich rüberzubringen. Falls demnächst mal irgendwelche Fragen noch entstehen sollten, jederzeit bitte gerne in den Kommentaren. Schreibt einfach, was euch interessiert und wir sind dann gerne für euch da. Auch von meiner Seite aus, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt bezüglich der Fiederfischerei, schreibt es in die Kommentare. Wir gehen gerne auf eure Fragen ein. Und ja, auch von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Ciao.